Das, wovor wir uns am meisten gefürchtet haben, ist eingetreten. Der eine Ring hat sich offenbart. Und während die Gefährten ihre Reise zum Schicksalsberg vorbereiten, macht sich der Schatten Saurons daran, ihn zurückzuholen. Vor langer, langer Zeit versammelte der Hexenkönig in Angmar eine Armee der Finsternis. Nun ruft er erneut die Horden aus den Tiefen von Khar'Dûm zusammen, um mit ihnen die Länder Mittelerdes in Schutt und Asche zu legen. Aragorn und ich hatten geglaubt, dass es den Waldläufern gelingen würde, den Vormarsch des Hexenkönigs zu stoppen und dass Angmars Stärke noch nicht allzu groß sei. Wir haben uns geirrt. Gegen Sauron in die Schlacht zu ziehen. Denn wenn ihr der Armee von Angmar keinen Widerstand leistet, werden die Länder Mittelerdes für immer von Dunkelheit und Schatten überzogen. Die Zeit des Krieges ist gekommen. Er beginnt. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit eurem Schattenwolf 54. Ich habe mir Herr der Ringe Online für diesen Zweck auserkoren. Es ist ein MMORPG-Spiel. Es ist frei, also Free-to-Play. Und nun werde ich euch einfach mal zur Charakterstellung geben. Wie ihr bereits im Intro gesehen habt, gibt es insgesamt 4 Grundrassen. Den Menschen, den Zwergen, die Hobbits und die Elben. Die Menschen haben die universalste Klasse. Sie können bis auf 2 Klassen alles nehmen. Es gibt zu jeder Rasse und zu jeder Klasse ein kleines Intro. Dies werde ich euch jetzt einfach mal einspielen, um es etwas kürzer zu halten. Ihr könnt euch zwischen Männchen und Weibchen aussuchen. Die Zwerge bilden eine Ausnahme, sie sind nur männlich. Aber wie Gimli schon bereits gesagt hatte, man erkennt Zwergenfrauen nicht, weil sie ebenfalls einen sehr langen Bart haben. Deswegen, kurze Rede, langer Sinn. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Menschen an. Viel Spaß. Das Zeitalter der Menschen rückt näher. Die von einer höheren Macht auserwählten Menschen beherrschen die Länder von Mittelerde sowohl westlich als auch östlich des Nebelgebirges. Mit ihrer Geschicklichkeit im Umgang mit Waffen werden sie das Schicksal Mittelerdes zum Guten oder Schlechten wenden. Einen kleinen Überschwung zu den Zwergen. Die Zwerge nennen die Berge und Hügel ihr Zuhause. Sie sind zähe Krieger und geschickte Handwerker. Viele ihrer alten Hallen liegen in Trümmern. Und doch kann man in den Weiten von Mittelerde immer noch ihren Kampfschrei hören. Baruk Khazad, Khazad Aimenu. Kommen wir zu den Hobbitsen. Die in den Grünbergen des Auenlandes und ländlichen Ortschaften des Brelandes ansässigen Hobbits sind einfache Leute, denen Essen und Spaß über alles gehen. Doch selbst im sanftmütigsten Hobbit lodert ein Funke des Mutes, der nur darauf wartet, entfacht zu werden. Und kommen wir nun zu den Elben. Das Volk der Elben tummelt sich inmitten der Wälder und Täler von Mittelerde. Obwohl sie längst nicht mehr über die Macht vergangener Tage verfügen und der Zeitpunkt, an dem sie das Meer überqueren müssen, stetig näher rückt,
kämpfen die letzten von ihnen immer noch den jahrhundertealten Kampf gegen den Schatten des Feindes. Der Beorninger ist eine neue Klasse, der mit einem der vorigen Updates gekommen ist. Es ist ein Kaufcharakter, also den müsst ihr definitiv mit Ingame-Währung bezahlen, mit den sogenannten Torbein-Punkten. Er ist eine Multiklasse und dazu gibt es natürlich auch ein Video, was ich euch jetzt einmal dazu auch noch mit abspielen werde. Die Männer und Frauen aus dem Geschlecht Beons verfügen über die Fähigkeit, die Gestalt mächtiger, furchterregender Bären anzunehmen. Je zorniger sie werden, desto stärker und vielfältiger sind ihre Fähigkeiten in der Bärengestalt. Die Beorninger können Schaden austeilen, die Angriffe eines Feindes kontern oder eine Gefährtengruppe von Abenteurern unterstützen. Gut, kommen wir als nächstes zu den einzelnen Klassen. Wie bereits angesprochen, der Beorninger ist eine eigene Klasse. Der steht bei den Menschen leider nicht zur Auswahl, genau wie der Runenbewahrer, der ebenfalls eine Bezahlklasse ist. Das heißt, die gibt es nicht von Anfang an. Zu der Übersicht als Free-to-Play-Kandidat habt ihr nur zwei Charakterslots frei. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen entscheiden. Ihr könnt euch natürlich zusätzliche Charaktere-Slots freikaufen oder ihr schließt das monatliche VIP-Ticket ab. Dann habt ihr mehr Auswahl. Aber kommen wir zurück zu den Charakteren. Der Schurke ist ganz klar. Der Schurke, er kommt von hinten. Ich werde euch, um es einfacher kurz zu machen, auch zu jeder Charakterklasse einmal kurz den Film abspielen und euch dazu hinterher noch ein, zwei kleine Kommentare von mir geben. Deswegen viel Spaß mit dem Schurken. Schurken sind Meister der Heimlichkeit und Irreführung. Sie können ihre Feinde mit einer Vielzahl von raffinierten und kraftentziehenden Tricks verwirren. Außerdem verstehen sie es, ihre Feinde aus den Schatten heraus anzugreifen und so völlig zu überraschen. Ja, wie im Video bereits gesagt, ihr macht am meisten Schaden, wenn ihr von hinten angreift. Ihr habt Tricks, um euren Gegner zu betäuben, zu verlangsamen, ihnen Debuffs zu geben. Ihr könnt euch als eine der einzigen Klassen mit tarnen dauerhaft. Und eure bevorzugten Waffen sind entweder die Dolche, Keulen oder Schwerter. Dann kommen wir zum Hauptmann. Hauptleute sind hervorragende Anführer, die durch ihr Auftreten den Kampfesmut ihrer Verbündeten stärken und im Umgang mit Waffen geübt sind. Ihr Kampfschrei trägt Furcht in die Herzen ihrer Feinde und geheißt ihren Verbündeten, sich bei ihnen zu sammeln. Der Hauptmann ist ein schwerer Rüstungsträger, er ist ein Supporter. Er unterstützt seine Gruppe mit Heilung, mit Kampfgefährten. Er kann Bannerträger rufen, die der Gefährtengruppe Hoffnung geben. Er kann Gefährtengruppen oder Begleiter in Gruppen heilen. Und spielt sich eigentlich auch sehr gut. Er fährt relativ viel Schaden. Er bevorzugt die Waffe Zweihänder, Hellebarden. Kommen wir zu den Waffenmeistern. Waffenmeister sind vollkommene Kämpfer. Ihre Leidenschaft ermöglicht es ihnen, zunehmend stärkere Angriffe auszuführen. Sie sind Meister des Nahkampfs und ihre schweren Rüstungen können selbst die härtesten Schläge aufhalten. Der Waffenmeister ist der reine DD im Nahkampf. Er trägt schwere Rüstung, zwei Waffen, fährt sehr viel Schaden. Er kann je nach Baum, darauf werde ich später nochmal zurückkommen, entweder sehr aggressiv gegen einen Gegner vorgehen oder sehr aggressiv gegen Gruppen von Gegnern. Kommen wir zum Wächter. Wächter verteidigen all jene, die in Not sind. Sie widerstehen härtesten Schlägen und sind in der Lage, darauf mit gleicher Härte zu reagieren. Ein wahrer Wächter steht bei einer Schlacht in vorderster Reihe und schützt deine Verbündeten vor den Angriffen des Feindes. Der Wächter ist euer Tank. Er hält die Gegner bei sich, er hält eine Menge aus, ist so gut wie nicht tot zu kriegen und ja, spielt sich aufgrund der letzten Updates auch sehr schnell nach oben, weil er macht auch im Solo-Spiel sehr viel Schaden. Kommen wir zum Jäger. Jäger sind die Herren über Feld und Wald.
unübertroffen im Umgang mit dem Bogen. Sie führen ihre Begleiter und stellen ihren Feinden Fallen. Auch wenn ihre Stärke in Distanzangriffen liegt, brauchen sie den Nahkampf nicht zu scheuen. Jo, der Jäger, der reine Fernkämpfer, erhält sich Feinde mit Fallen vom Leib, hat spezielle Pfeile, um den Gegner festzunageln und ist in Herr der Ringe neben dem Hauptmann auch ein Taxiunternehmen, denn er kann Gruppengefährten zu bestimmten Orten teleportieren. Der Hauptmann wiederum kann Gefährten zu sich ranrufen. Kommen wir zum Kundigen. Kundige streben nach Wissen und sind Hüter der Weisheit. Mit dem alten Wissen und der Kunde, die sie in sich tragen, verwirren sie ihre Feinde. Ihre Freunde hingegen beschützen sie gegen die dunklen Mächte. Der Kundige ist sozusagen eine der wenigen Magierklassen im Spiel. Er kann Feuermagie wirken, Blitzmagie, hat einige Flächenangriffe, kann Gruppen verlangsamen und kann als einzige Klasse sich einen Begleiter herbeirufen, was für ihn kämpft, beispielsweise einen Raben, einen Bären, einen Eisleoparden. Der Barde. Barden sind in der Lage, die Moral ihrer Gefährten zu stärken und sie so zu wahren Heldentaten anzuspornen. Sie setzen ihre Kunde und ihre alten Lieder ein, um sich gegen die Mächte der Finsternis zu wappnen. Der Barde ist der Heiler im Spiel. Er kann je nach Farbskillung seine Gruppe sehr hervorragend am Leben halten als primärer Heiler. Und im Solospiel kann er auch sehr hervorragend Schaden machen. Gut, das wären jetzt die regulären Klassen gewesen. Wie ihr einmal auch bei den Zwergen sehen könnt, nicht jede Rasse hat alle Charakterklassen zur Verfügung. Einige Rassen eignen sich aufgrund ihrer Rassenvorteile hier an der Seite für einige Klassen beispielsweise besser und andere schlechter. Der Schurke beispielsweise kommt hervorragend für den Hobbit. Der Elb ist sehr hervorragend mit dem Jäger bestückt, weil der einen gewissen Bonus kriegt. Moment, Beweglichkeit des Waldes mit 15 Beweglichkeit beispielsweise. Ich werde euch jetzt noch einmal die zwei Sonderklassen vorstellen. Den Ruhmbewahrer und der Hüter. Einmal wieder das Filmchen vorweg und danach zu noch eine kleine Erklärung von mir. Runenbewahrer beherrschen die Kräfte uralter Runen. Sie können dank der magischen Eigenschaften dieser geheimen Worte ihre Feinde mit Hilfe der Elemente bekämpfen oder auch ihre Verbündeten zur Fortsetzung der Schlacht motivieren. Ja, der Runenbewahrer und der Hüter sind damals mit dem ersten Addon des Herr der Ringe-Universums dazugekommen, nämlich mit den Minen von Moria. Es sind definitiv Kaufcharaktere. Und der Runenbewahrer ist die zweite Magierklasse im Spiel. Was sich aber von dem Kundigen abhebt, ist, dass der Runenbewahrer in Phasen agiert. Er hat entweder die Heilphase oder die Schadensphase. Je mehr Heilsprüche er wirkt, desto mächtigere Heilzauber kann er in der Heilphase sprechen. Und wenn er Schadenszauber fährt, steigt er in der Schadensleiste nach oben. Das heißt, ihr könnt nicht einfach beispielsweise sehr viel Schaden fahren und dann stumpf so schnell wieder auf Heilung wechseln. Das geht nicht. Der Hüter ist eine relativ schwere Klasse. Erst das Video, dann die Erklärung dazu. Hüter sind Meister im Umgang mit Speer und Wurfspieß. Sie haben geschworen, denen zu helfen, die selbst hilflos sind. Hüter vernichten ihre Feinde mit mächtigen, kombinierten Nahkampfangriffen und stärken so ihre Entschlossenheit für den Kampf gegen den dunklen Herrscher. Was den Hüter sehr schwer zu spielen macht, ist, er agiert über Kombinationen. Ihr habt verschiedene Kombo-Angriffe. Und die müsst ihr steigern. Am Anfang habt ihr Zweier-Kombos, dann geht's hoch bis zu Fünfer-Kombos. Diese Kombos sind starke Angriffe. Ihr könnt Gegner damit stunnen, ihr könnt euch damit heilen, ihr könnt euch Resistenzen draufsetzen. Aber diese Kombos müsst ihr im Kopf haben oder euch aufschreiben. Und es ist halt eine sehr fricklige Auswendiglernerei.
Und der Beorninger, nochmal um zur aktuellen Bezahlklasse zu kommen, er ist halt die universale Multi-Account-Klasse. Er kann als Tank agieren, er kann als DD agieren, also als Schadensmensch, oder er macht den einen auf Heiler. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der zweite Film der gleiche ist wie der erste Film. Ich werde ihn jetzt einfach mal mit abspielen. Die Männer und Frauen aus dem Geschlecht Beons verfügen über die Fähigkeit, die Gestalt... Jo. Das ist der gleiche Film wie zur Rasseninformation. Also ignorieren wir ihn einfach mal. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Charakterstellung. Ich habe mich dafür entschlossen, einen Elbenkundigen zu spielen. Die Rasseninformation. Wir haben leider einen kleinen Abzug auf den Moralreck. Das heißt, wenn wir Schaden bekommen haben, regenerieren wir leider nicht so schnell wie die anderen Rassen. Wir haben dafür aber den Vorteil mit Beweglichkeit des Waldes, was mir als Kundiger leider nicht sehr viel bringt, weil ich eher auf Schicksal angewiesen bin. Da haben wir wieder einen kleinen Nachteil, Verschwinden der Erstgeborenen. Wir kriegen leider einen Schicksalsabzug, haben dafür aber eine Immunität gegen Krankheiten und haben somit eine Resistenz gegen Krankheiten und Gifte. So, wir werden ihn jetzt einfach mal erstellen. Hier haben wir noch eine kleine Auswahl, wo wir herkommen. Wir können entweder aus dem Lindornwald kommen, wir können aus Lorien kommen, aus dem Düsterwald wie Legolas, aus dem Bruchtal oder aus den... Genau, irgendwie. Kann ich jetzt gerade irgendwie nicht flüssig aussprechen. Ist auch vielleicht schon ein bisschen spät, aber egal. Zu den Servern sollte ich vielleicht noch mal was sagen. Es gab ein Server-Update. Die Server wurden noch zusammengelegt. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt nur noch 10 internationale Server. 2 deutsche, einige englische, einige französische und einige europäische Server. Die deutschen Server sind Gwainir und Beligir. Gwainir ist der Server, auf dem ich spielen werde. Beligir ist der RPG-Server, sprich, ihr könnt auch euch auch noch einen Rollenspiel-Server aussuchen. Und das Rollenspiel in Herr der Ringe wird eigentlich sehr hoch geschrieben. Also wenn ihr wirklich Rollenspiel betreiben wollt, sucht euch, begebt euch nach Beligir. Da seid ihr dann hervorragend aufgehoben. Wenn ihr normale Spielen bevorzugt, kommt zu uns nach Gwainir. So, jetzt wieder zurück zur Erstellung des Elben. Wir werden uns einfach mal aussuchen, dass wir aus dem Bruchtal kommen. Aus den Imlariz. Gut, dann wir haben nicht sehr viel Auswahl. Das liegt aufgrund des Alters des Spiels. Wir haben, glaube ich, nur 8 oder 9 Auswahlmöglichkeiten. Deswegen klicken wir uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch, was uns am besten gefällt. Im Moment, für den Kopf haben wir beispielsweise nur 8 verschiedene Optionen. Frisuren wenigstens 22. Werden wir uns jetzt einfach mal ein bisschen durchgucken. Ein Pferdeschwänzchen. Zopf. Etwas langhaarig. Ja, das könnte jetzt ein paar Minuten ein bisschen was dauern. Was soll ich euch dazu jetzt noch erzählen? Die Charakterstellung ist eigentlich relativ schnell. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der Frisur. Die sieht nicht allzu schlecht aus. Vom Weiten sieht der Charakter auch noch einigermaßen gut aus. Die Augen. Ja, nehmen wir die Option, Option 3. Für die Augen braun. Ja, nehmen wir den. Der Mund. Nicht so rot, nicht so blässlich. Ja, nehmen wir einfach mal die 5 oder die 4. Die 4. Dann haben wir noch ein paar Details. Um genau zu sein, 3 ist ja sehr viel. Dann nehmen wir noch die Augenfarbe. Wir gehen ein bisschen ins Hellgrüne, ins Bläuliche rein. Hautfarbe und Haarfarbe. Wobei die Haarfarbe können wir noch ein bisschen ändern. Ja. Den Körperbau, entweder etwas stattlicher, ein bisschen schlanker. Wir bleiben ungefähr hier. Und für den Namen habe ich mir ausgesucht einen elbischen, nämlich Gildalith. Mal gucken, ob der frei ist. Also mal kurz eintippen.
Der Charakter ist verfügbar. Und in der nächsten Aufnahme werde ich euch dann das Intro zeigen und die ersten Spielminuten in den Eritluin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ich werde das Let's Play versuchen so zu halten, dass ich maximal eine Woche im Voraus produziere. Das heißt, Aufnahmen, die ihr am Freitag seht, werden dann die aktuellsten Aufnahmen sein. So, dass ich auf eure Fragen relativ schnell und zügig antworten kann. Oder falls ihr Interesse daran habt, mit mir mitzuspielen, hätte ich auch keine Schwierigkeiten mit. Und deswegen sage ich einfach mal bis zur nächsten Aufnahme. Und einen schönen Abend noch. Tschüss.